Das stolze Gebäude meiner Hoffnungen ist, dass sie kuranzlos abbrennt. Da stehe ich wieder. Vor der Schlossfassade, neben der Gärtnerwohnung. Meine Glücksaktien sind um 100% gefallen. Somit belauft sich mein Aktivstand wieder auf die rundeste aller Summen, nämlich auf null. Kühn kann ich jetzt ausrufen, Welt, schickt deine Wälder über mich, Wälder, lasst eure Räuber los auf mich und wer mich um einen Kreuzer ärmer macht, den will ich als ein Wesen höherer Natur verehren. Heute, ich habe ja doch was profitiert bei der Geschichte. Einen sehr guten Anzug hat mir das Schicksal gelassen. Vielleicht nur als ausziehendes Souvenir an eine gestolperte und auf die Nasen gefallene Karriere. Also doch eine Ausbeute. Dieser schwarze Frack wird samt Weste und Beinkleid aufs Schloss zurückgeschickt. Oh, lieber Abgeordneter, wissen Sie, dass Sie eine höchst unangenehme Sendung... Oh, bitte, bitte nur keine Umstände gemacht. Gesetzt, lieber Abgeordneter, ich wäre jetzt schon Heidebritsch gewesen. Oh, unser Wacht holt jeden Vagabunden ein. Oder gesetzt, lieber Abgeordneter, ich vergesse das Völkerrecht und schlage ihn nieder und laufe davon. Was wird's? Was schreinst denn? Ich frage nur. Eine Frage ist ja erlaubt. Hm. Blut zerkehren. Was gibt's? Der da wird sein Vagabundengewand wieder anziehen und die Hornettenkleider da lassen. Verstanden? Schon recht. Sie sind ein äußerst schmeichelhafter Mensch. Oh, bitte nur keine Komplimente. In einer Viertelstunde müssen die Kleider da sein und er muss wenigstens Gott weiß wo sein. Verstanden? Ja, geh nur hinters Schloss, du Lakai von einem Bedienten. Ich verstehe alles. Das Unglück hat mich heimgesucht. Ich habe die Visite im schwarzen Frack empfangen wollen, aber das Unglück hat gesagt... Ich bin ja alter Bekannter. Ziehen Sie einen schlechten, zerrissenen Rock an, machen Sie keine Umstände wegen mir. Na, wird's bald werden? Ja, komm schon, komm schon.